Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu Magic Duels. Und auf meiner Tastatur hängt der eine Knopf. Egal, das ist der für die Stoppuhr. Ich glaube, da ist irgendwie so viel Dreck drum rum. Es geht weiter mit Magic Duels und am Hockhead. Mal gucken, wie schnell wir hier durchrennen. Text haben wir ja schon mal gelesen. Werden wir jetzt nicht nochmal lesen. Weil es ja Quatsch ist. Es ist bei mir gerade 22.33 Uhr, es ist also ziemlich spät. Also 5 Stunden werde ich es definitiv natürlich nicht aufnehmen. Ich hoffe, ich schaffe den Gegner schnell. Ja. Prüfung des Zusammenhalts, kennen wir schon. Ich habe schon wieder ein bisschen was, schon wieder alles vergessen. Mal kurz hier mal rüber gucken. Erschöpfen, genau, das war das. Mit dem ganzen Erschöpfungskack. Was? Katze! Katze, 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 Katze. Katze, Katze, Katze. 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 Okay. Ich hab was drauf geholt. Eine Kreatur deiner Wahl. Keil, Keil, nochmal. Würde erst beim nächsten Mal was bringen. Ich will mal den Angriff überspringen. Mal ein bisschen defensiver anfangen. Why? Okay. Aber gut, defensiv anzufangen. Wir müssen nämlich den hier wegbekommen. Das geht nur mit dem hier. Ich brauche meine neue Karte noch. Ein Gebühren. Nee. Wir gehen weiter auf die Defensivtour. Dumm. Ich hab vergessen, dass die ja was bekommen noch. Ich möchte nichts erschöpfen. Schön, die können ja jetzt immer noch blocken. Egal.
wichtig ist, trotzdem jedes Mal angreifen zu können. Und ich habe ja trotzdem was rausgenommen. Die einen Schaden macht mir deshalb auch nichts. Nee, diese Erschöpfungsfähigkeiten. So gut die vielleicht auch sind. Ich möchte das gar nicht nutzen. Vielleicht gehe ich hier nochmal was, wo ich den hier wegbekomme. Danach nehme ich den Schaden. Dann muss es aber schnell gehen. Wachsamkeit. So nervig die Karte. Ich habe ein bisschen aufgeräumt. Eine lastige Karte. Ich hoffe, der hat jetzt nichts mehr. Boah. Jetzt kommt der auch noch mal raus. Verschwinde! Warum? Macht ja jetzt gar keinen Sinn.
Die ist nicht schlimm. Easy. Er kann blocken, was er will. Der andere tötet ihn. Ich hab gewonnen. Es ging doch schnell. First try heute. Das war beim letzten Mal nur auch nur ein kleines Warmkommen. Mit dem Pfeil in deiner Hand erreichst du Oketrats Audienzsaal. Wow. Sie begrüßt dich liebevoll, während du dich einreißt, um das Zeichen ihrer Gunst zu erhalten. Was ist das da? Eine fein bearbeitete Kartusche. Sie schwebt vor dir. Ja. Bewegt sie sich langsam in deine... sie schwebt vor dir, bevor sie sich langsam in deine zitternden Hände legt. Das Metall ist warm und beruhigt deinen aufgewühlten Geist, während du dich auf die nächste Prüfung vorbereitest. Warum so viel Text? Das große Labyrinth der Illusionen im Inneren von Kefnets Monument verändert sich fortlaufend und führt dich unentwegt in andere Richtungen. Schon mal irgendwo gesehen, so ein Ding hier. Du befindest dich im Reich des Gottes des Wissens. Er erwartet von dir, dass du dein Verstand einsetzt, um diese Prüfung zu überstehen. Das Mauerwerk selbst schlägt nach jeder Berührung von dir Wellen wie Wasser. Seltsame Trugbilder greifen nach dir. Du versuchst verzweifelt, deine Umgebung zu durchschauen, bevor du dich vollends verirrst. Okay. Ich habe nur 4. Okay. 2 Herausforderungen gilt es zu meistern, wenn du voranschreiten willst. Für die erste musst du in diesem Zug die Sphinx besiegen. In diesem Zug. Okay. Das war falsch. Ne? Das haben wir ja gesehen. Ich glaube, wir müssen eine Nebelbank ausziehen. Wir müssen es dann nochmal probieren.
Oder wir müssen nur eine Nebelbank ausrotten. Richtig verstehe ich den Sinn hier noch nicht. Aber ich steh doch, die können nicht geblockt werden. Warum blocken die? Ach so. Ich kann das auf das gar nicht setzen. Er blockt mit dem anderen nicht. Hä? Das macht gar keinen Sinn, ich weiß. Ich glaube, ich bin zu blöd dafür. Einmal probiere ich es noch. Ihr könnt es ja sonst gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da irgendwie einen Ansatz habt.
Ich mache beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, um kein Video zu verpassen. Wenn ihr irgendeine Ahnung habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dahin und ciao, ciao.